Hallo und herzlich willkommen, diesmal nicht zu einem Tutorial, sondern zu einem kleinen Hinweis. In meinen Videobeschreibungen packe ich öfter mal einen Link zu einem PeerTube-Portal bei. Das ist auch so ein Videoportal wie YouTube, nur als freie Software. Ich zeige das mal hier. Als freie Software, das heißt, das wird meistens von irgendwelchen Leuten, die Bock drauf haben, sowas auf ihren Server zu installieren, gehostet. PeerTube ist quasi eine Riesenfamilie von verschiedensten Servern, Instanzen, die unter Umständen auch themenorientiert User haben. Also das heißt, man könnte dafür bestimmte Themen auch einen bestimmten Server aufmachen, wenn man so ein Ding selber betreibt und dann auch nur Leute dort quasi versammeln, die für das gleiche Thema Bock haben, oder wenn man eine Firma ist, kann man quasi seine eigenen Videos hosten und braucht dafür keinen eigenen Videohoster. Wie gesagt, das ist im Endeffekt ähnlich wie die Bedienung ist ähnlich wie bei YouTube. Das heißt, wenn ich mir hier so ein Video raussuche, ich habe das hier mal schon mal vorgeladen, dann kann ich hier das Video anklicken, das spielt dann hier auch ab. Ich habe hier meine Kontrollen, die ich hier bedienen kann. Ich stoppe das mal und habe allerdings den ganz großen Vorteil, dass ich hier unten rechts einen Download-Button habe. Das heißt, ich kann das Video direkt downloaden. Wenn ich da drauf klicke, kommt hier so ein Auswahlfenster. Ich habe hier Format und Videostream. Ich gehe mal auf Videostream, weil das immer eine MP4-Datei. Klicke dann hier direkt da Download an und drücke hier auf Download. Dann kommt das Download-Fenster. Ich speichere das in meinen Tutorial-Workshops. Und dann wird das Video runtergeladen. Und ich muss nicht irgendwelche wilden Services in Anspruch nehmen, wenn mir mal ein Video, ein Tutorial oder eine Erklärung ganz gut gefällt, um mir das Video dann unter Umständen auf meine Festplatte zu speichern, als so eine Art Handbuch oder Nachschlagewerk oder so. Wie ging das denn nochmal? Ich habe das doch irgendwann mal gesehen, gelesen, gehört. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich meine Videos immer zuerst auf PeerTube poste. Zum einen wegen dem Download und zum anderen, weil die sowieso mit der Creative Commons by Name Lizenz sind. Und da sind die auf PeerTube besser aufgehoben. Auf YouTube veröffentliche ich dann die meisten Videos, die ich auch hier veröffentliche, einfach aus dem Grund, weil viele Leute einfach PeerTube noch nicht kennen. Und PeerTube ist echt eine tolle Angelegenheit und ich sage den Namen jetzt ziemlich gerade oft. Und wer mehr darüber erfahren will, es gibt eine Seite, die heißt joinpeertube.org. Ich packe die ganzen Links in die Beschreibung dann wieder rein und dort kann man nachlesen, was PeerTube alles ist, was das soll, wie man sich auch selber eine PeerTube-Instanz installiert, wenn man das möchte, oder wie man sich eine Instanz aus einer Liste raussucht, um dann die eigenen Videos dort hochzuladen. Das Ganze ist, wie gesagt, dezentral. Das heißt, quer über das ganze Internet, in jedem Land gibt es irgendwelche PeerTube-Server von Leuten, die Bock haben, sowas zu machen. Und vielleicht findet ihr ja einen netten PeerTube-Server oder setzt einen eigenen PeerTube-Server auf oder macht euch einfach mal so mit der Materie so ein bisschen vertraut, dass es eben noch andere Videoportale gibt als YouTube, Vimeo oder so das Übliche an kommerziellen Anbietern. Ja, würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere dafür interessiert oder wenn der eine oder andere einfach mal ein Video von mir runterlädt, weil es nützlich ist. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in einem der weiteren Tutorials. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.